Servus miteinander. Mein Regisseur sagt, Film läuft. Dann versuchen wir das jetzt mal. Wir werden hier ganz komplizierten Fliegengitter einbauen. Bohrmaschine und so weiter, Licht bereit. Und wir haben das Ding gesehen beim Kai auf dem Geburtstag. Uli und Stefan hatten das in ihrem Van. Und die haben uns das empfohlen und die haben uns das auch zugeschickt. Ist jetzt nicht das billigste aller Fliegengitter, aber ich muss sagen, super Qualität. Also das Ding ist stabil. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mal drinnen schon mal probiert, die Magnete scheinen auch gut zu sein. Machen wir das mal dran, hoffen, dass es passt. Mal gucken. Und ja, da fange ich jetzt mal an. Habe mir extra für heute dann noch meine Sicherheitskleidung hier, die indischen Sicherheitsschuhe zugelegt, damit hier bloß nichts passiert. Dann fangen wir mal an. So, die Magnete haben sich schon mal verselbstständigt hier. Ja, wird das sein, ja. Die Dinger halten wirklich gut. Ich schiebe jetzt die Magnete hinter die Dichtung, weil ich nehme an, sonst geht die Tür nicht mehr zu. Gehe ich mal von aus. Das muss raus. Also halten du. Jesus Maria, Leute. Die gehen nicht mehr ab. Oh je. Die verselbstständigen sich. Gut. Wir machen von alleine Brust nur ein bisschen zu schütteln und dann ist das Ding dran. Ja, vielleicht hätte ich es einfach dran werfen sollen. Oder so. Meine Sicherheitsschuhe machen sich selbst. Also noch ein Wort zu den Magneten, die halten wirklich scheinbar sehr gut und die sind auch eingenäht in Kunstleder und dann, damit hier auch nichts verkratzt und so. Also das Ding macht Sinn, muss ich sagen. Gut verarbeitet. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, jetzt muss nur noch die Tür zugehen, sonst wird's blöd. So, jetzt müssen noch die Verriegelungen hier durch. Das hatte ich vergessen. Das macht es dann leichter zum Zumachen. Unter Garantie. So, jetzt gucken wir nochmal. Können wir den Teil hier noch separat hoch machen? Mach mal. Ja, wir hatten das ja gesehen gehabt, wo wir beim Kai seinem 50. Geburtstag waren und bei Uli und Stefan und wir fanden das wirklich gut. Es ist auch eine sehr gute Qualität, weil es ist schön fest, das Material und die Magnete, ihr habt es ja gesehen, die halten richtig gut und sind auch gut verarbeitet und deswegen hat uns das so gut gefallen. Alle weiteren Informationen findet ihr bei Martin Höger auf seiner YouTube-Seite oder auch auf seiner Webseite. Also wir setzen euch einen Link drunter und da könnt ihr auch alles andere erfahren, was er noch so hat. Und gibt es ja auch für verschiedene Modelle, Automodelle, Van-Modelle in allen Höhen, H3, H2, H1, was es alles so gibt. Aber die näheren Informationen, wie gesagt, findet ihr beim Martin auf seiner Seite und den Link setzen wir euch drunter. So, Chefchen sitzt schon da vorm Grill und jetzt geht's gleich los, gibt Abendessen. Und dann geht's morgen früh in der Frühe hoffentlich los. Und zwar nach Dänemark haben wir uns ja entschieden, also unserem Hund zuliebe, weil sobald es warm wird im Auto, dann ist es für Dalton echt eine Qual und das können wir nicht mehr machen, er ist zu alt. Und Hitze ist für ihn überhaupt nicht gut und deswegen
fahren wir in den Norden und schauen uns mal Dänemark an. Und egal, da oben die Region. Wir schauen mal, wir haben kein festes Ziel, aber Dänemark soll es wohl erstmal werden. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. City. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday.